So, ich bin jetzt live. Ganz kurz noch. Zack. Zack, zack. Und zack. So, let's go. Wir spielen Hearts of Iron. Ich habe richtig Bock. Ich denke, das eignet sich perfekt für einen Livestream. Wir werden jetzt also die Achsenburschen werden natürlich weitergehen, aber jetzt gibt's erstmal was anderes, und zwar ebenfalls wieder Deutschland. Ich wollte eigentlich erst Großbritannien machen, aber ich habe letztens schon Großbritannien privat gespielt, deswegen dachte ich mir, ja, will mir nicht zweimal antun. Wir spielen Deutschland. Warte mal, das kann man nur hier einstellen, ne? Ja, wir nehmen Deutschland und ich bin nicht der beste Spieler. Hi, hi. Deswegen habe ich mir hier was richtig Feines geholt, ne? Zack. Wir haben jetzt hier noch niemanden gestärkt. Ich werde mich ein bisschen stärken, okay? Dafür werde ich aber auch auf Iron Man spielen, damit ich ja nicht cheaten kann, okay? Wir haben hier überall Zufall drin. Überall. Und Kriegsziele immer frei. Ich weiß nicht, ob wir das wegmachen sollen. Sollen wir das wegmachen? Es ist schon ein bisschen cheaten, würde ich sagen. Aber ich habe keinen Bock. Nee, wir lassen es drin. Ich habe keinen Bock, immer nur bei 50% oder so irgendwen angreifen zu können. Wir werden es aber nicht so oft nutzen, wenn wir es nicht unbedingt brauchen. Denn ich habe vor, tatsächlich nicht ganz so aggressiv zu spielen. Ja, wir speichern es mal, ne? Iron Man Deutsches Reich 2. Jawohl. Danke fürs Laggen. Es geht los. Ich habe bis vorhin Werkzeichnung gemacht, Alter. Ultra anstrengend. So. Let's go. Wir gehen direkt auf Widerstand gegen Hitler und forschungstechnisch gehe ich in letzter Zeit immer dasselbe, und zwar zack, zack. Hier hatte ich... Nee, Blödsinn. Hier. Und wenn man noch einen Panzer machen kann, und das können wir noch nicht, das heißt, wir machen... Was machen wir denn? Was machen wir denn? Was machen wir denn? Fallschirmspringer brauchen wir nicht unbedingt, obwohl... Im Krieg gegen uns selber wäre das nicht schlecht. Nee, komm, wir machen... Haben wir auch schon. Alter. Ja, komm, wir machen Technik hier. Bringen wir uns ein bisschen Forschung spät. Das Geile ist, wenn wir alles auf random stellen, wir können nicht wissen, was die Gegner machen. Das heißt, die Briten können faschistisch werden, die Franzosen können faschistisch werden, die können kommunistisch werden, die können alles machen. So. Wo haben wir denn hier die Panzer? Hier haben wir die leichten Panzer 2. Ich würde sagen, brauchen wir noch irgendwas dringender? Ich würde sagen, zack, zack. Dann einfach hier Infanterie ein bisschen hoch. Panzer ein bisschen hoch, dass es ja automatisch auffüllt, und warte mal, vielleicht ja, besser ist es. Freiwillig, genau. Flugabwehr, Geschütze. LOL, das gibt's auch. Das habe ich noch nie gemacht. Wie gesagt, ich bin noch nicht so geil in dem Spiel. So, wir machen 6/8. Also 3/4, würde ich sagen, Militär und ein bisschen Zivil. Also 1/4. Ja, sollte reichen. So. Keine Division in der Grundausbildung, da haben sie recht. Infanterie in Westdeutschland. 6 Mann und Panzer. Ja, das ist okay. Okay. Auch in Hessen oder vielleicht im Süden besser ist es. Na, tun es erstmal 2. Oder? Nein, einer ist besser. Was brauchen wir denn? Veraltete Ausrüstung, was denn? Ach so.
was taktischer Bomber, ja. Luftunterstützung brauchen wir nicht so wirklich, oder? Na komm, wir lassen es mal scheiß drauf. Freies Schiff ist irgendwie. Wer braucht schon Schiffe? Sind wir mal ganz ehrlich. So, was haben wir denn hier Schönes? Es ist hauptsächlich Infanterie mit ein paar Panzer. Das können wir schön zweiteilen. Perfekt. Dann haben wir hier. Warum sind es jetzt 17? Ja, wie dem auch sei, ne? So, hier können wir auf jeden Fall Infanterie-Master nehmen. Weil hier ist hauptsächlich Infanterie drin. Und hier nehmen wir einen Allrounder. Erwin Dr. Rommel ist auf jeden Fall immer am Start. So. Ich muss ganz kurz noch beim Sound was fixen. Und zwar die Effekte. Ja, besser ist es. So. Ich versuche es jedes Mal wieder. Ich schaff's nie. Ne? Aber ich versuche immer meine ganzen Truppen zu behalten, wenn der Krieg losgeht. Der Bürgerkrieg. Es funktioniert nicht. Ist eigentlich alles leckfrei? Ich hoffe. Warte, ich guck mal selber. Ich muss mich selbst überzeugen. Der Macker muss schon selbst zeigen, dass es was kann. Zack. Warum sind das denn hier nur 26? Komm, die Truppen sind mir eigentlich prinzipiell egal, aber wir nehmen mit, was wir kriegen können. Antikommunistisch. Brauchen wir eigentlich noch nicht machen, weil gleich sind wir sowieso neutral. Wenn wir den Bürgerkrieg natürlich gewinnen. Wovon ich zwar schwer ausgehe, aber man weiß ja nie. Unbedingt den Freihandel rein. Sehr wichtig. Forschung müsste bald fertig werden. Jawohl. Und dann müssten wir am 10. März uns selbst angreifen können, was natürlich sehr geil ist. Entscheidungen verfügbar. Dann machen wir nochmal. So, zack, Elektrotechnik ist erforscht. Das ist natürlich schon mal ganz gut. Machen wir gleich die Rechenmaschine hinterher. So. So. Jetzt auf 3 würde ich sagen. Sind sie alle auf einem Schiff? Was macht ihr denn da? Stopp! Okay, machen wir ja. Ja, hat nicht funktioniert. Danke dafür, Herr Blali. Oder? Nee. Komm, wir gehen ihm. Haben wir 14 Truppen mit Verschleiß, was natürlich Schokosel ist. Die haben hier 9 und hier haben sie 2, 8. Okay. Folgender Plan. Wir rennen nach München. Ach komm, die. Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn los mit dir? Okay. Zack, zack, zack. Es ist nur Infanterie, ne? Es ist eine reine, schöne Infanterieschlacht, wie es man es in den alten Zeiten kannte, ne? So, dauert der Armeezuweisung 50%. Das gefällt mir nicht. Planungsgeschwindigkeit. Ja, das ist auch nicht gut, aber komm, scheiß drauf. Wo stehen die denn? Die sind überall verteilt. Nee, die sind mittig, okay. Dann Frankfurt ist die Hauptstadt. Erinnert sich auch gleich wieder, wenn wir gewonnen haben. Durch, Olga. Wer bist du? Was ist das denn? Ah, scheiß drauf, komm.
So, und hier haben wir ein kleines Problemchen, ne? Und zwar brauchen wir hier ganz dringend Truppen. Ich würde sagen, wir versuchen einfach, hier durchzukommen. Warum ist das denn Geld? Das ist nicht gut. So, zack. Es sind 3 gegen 2, aber 7 gegen 8, weiß ich meine. Und hier würde ich fast behaupten, ihr müsst hier durchmarschieren. Aber ganz dringend. Und dann können wir eigentlich starten, ne? Sollten wir irgendwie schaffen. Warte mal. Ich denke, wir sollten die Frontlinie ein bisschen verlängern. Was? Nein! Scheiße, was mache ich hier? Leck mich fett. Warte mal. Wie verlängert man die Frontlinie nochmal? Ach, die Frontlinie. Zack. So ist das fein. Faschismus verbieten. Ich weiß jetzt nicht, wie heißt der Typ eigentlich? August von Mackensen. So. Die neue Staatssicherung geht noch nicht. Aber Armee-Innovationen. Hier, ja. So, Armee, komm. Ach, ich habe auch Flugzeuge, ne? Das ist ja tatsächlich true. So, ihr macht jetzt schön 3 Milliarden Geschwader und ihr bombardiert Berlin. Berlin! Ich sag dir. Sie bombardiert. Achso, das sind nur Transporter, oder? Keine Ahnung. Ihr geht alle hier hoch einfach. Zack, 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 zack. Fertig ist das Ganze. Da oben verlieren wir, warte mal. Verpiss dich. Puh, Alter. Warte mal. So, Öl. Das ist ein bisschen voraus, ne? Ja. Und das hier. Das ist immer wichtig. Und Artillerie, Panzerwehr, keine Ahnung. Wir müssen so schnell wie geht hier unten durchkommen. Ich würde fast sagen. Digga, das gibt's doch gar nicht. Warum haben die so viele Panzer am Anfang? Ihr müsst. Ja, komm, ich mache jetzt keinen Scheiß, komm. Das ist gar nicht gut. Das läuft überhaupt nicht gut. Okay, wir setzen jetzt doch auf Infanterie. Scheiß drauf. Aber ein bisschen mehr im Norden. Brauchen keine Panzer. Obwohl, ein deployen wir noch schnell. Aber hier, zack, zack. Wo ist er denn? Wo ist er denn da? Zack. Nee. Black Shirts in fucking. Oh Gott. Abstand halten.
Was ist das denn? Oben gewinnen wir jetzt, ne? Aber unten nicht mehr. Wirklich. Uiuiui. Upsi, die Wupsi. Achso, das ist eh nicht Wittenberg, warte mal. So, Panzerchen. Was bist du für einer? Gehst du dazu und du pusht hier durch. Fahr nach München. Zack. Rein, Neuer. Komm schon, mit dem Panzer muss es gehen. Was verlieren wir denn hier? Wo? Wie können wir hier verlieren? Ihr müsst hier durch, fuck. Ja, Spanien hat auch einen Bürgerkrieg. Komm, holt sie euch, fuck. Komm schon. Jawohl, wir haben wieder Verbindung und jetzt rein in Olga. So, jetzt läuft es doch schon viel besser. Nein, nicht von oben. Ah, fuck. Warum waren die denn noch ausgewählt? So, Pakt mit der Sowjetunion. So, was hat man? Nimmt die Flüsse zur Verteidigung. So. Kann ich machen, der. Jetzt leckt der Stream, oder was? Wartet mal. Keine Daten. Ja, WTF. Bin ich jetzt noch immer live? Warte mal. Alter, was ist das denn? Warte, ich warte jetzt kurz, ne? So, ich mache jetzt mal weiter. YouTube empfängt nicht genügend Videodaten, um ein flüssiges Stream. Ja, was ist denn da los, Mensch? Blödsinn, du bleibst hier, warte mal. Ich denke, jetzt soll's wieder gehen, ne? Ja, es geht wieder, aber es ist eine Verzögerung hoch 50. Ja, scheiß drauf, komm, wir machen jetzt weiter. Ich denke, jetzt funktioniert irgendwie. So, wenn wir München haben. Dann passt das. So, München haben wir, aber... Hier oben läuft es auch ganz gut. Also wir sollten das Ganze schon gewinnen. Was eigentlich auch selbstverständlich ist. Aber es ist halt immer wieder eine Tortur, mit so schlechten Truppen zu kämpfen. So, rein, Olga, komm. So. Das triggert mich so hart, ne? Dass das rot ist. Ich weiß nicht, ob ich jetzt halt flüssig am Stream bin oder nicht.
Und wenn, dann bin ich halt sau mit die Verzögerung. Habe ich halt sau die Verzögerung. Das ist halt auch scheiße. Aber willst du machen, ne? Was willst du denn meinen? So, brauchen wir das für einen schweren Jäger? Nee. Bullshit. Zack. Armeedoktion, komm, zack. Und Technik. Der Vogt, komm. Und hier noch irgendwas Schönes. Ja. Ressourcenproduktion 10% dazu, das ist gut. Was brauchen wir denn so dringend? Wir brauchen ein bisschen Eisen. Jetzt bin ich weg, oder was? Jetzt sehe ich gar nichts mehr. Wartet mal. Das gibt es nicht. Zack. Die tschechische Grenze und Schnetzer. Das ist gar nicht so dumm. Okay, es funktioniert alles. Ich bin fast an der tschechischen Grenze. Also wir werden das gleich gewinnen, aber... Ja, ist ja sowieso gewonnen. Also wenn... Was ich meine, wenn die Berlin haben. Dieser Kessel triggert mich halt wild, Alter. Zack, zack. Autarkie, komm, gib ihm. Heißt das Autarkie? Nee, Autarkie. Was ist das denn? Die sind doch sowas von gleich tot. Ja, geht nach Dresden, komm. Ich kessel sie ein und fertig ist, komm. Und nach Dresden hoch. LOL! Ah, komm. Ist schon wieder zurück. Oder warte. Nee. Ja, komm, scheiß drauf. Das sind nur so kleine Wichser, weißt du, meine? Was machen die denn da? Was macht ihr denn hier? Ja, und abgeschnitten sind's. So, wir haben Berlin, wir haben alles, Alter. Sehr gute Verbindung. Danke, YouTube. Die müssen doch kapitulieren. Was ist das denn jetzt? Breslau. Das ist ja gar nicht mehr deutsch heute, ne? Glaube ich. So. 93%. Ja, ich liebe es, wenn die Prozente weniger werden. Sehr gut, so. Die müssen wir noch holen. So, neuer Focus Tree. Großraumwirtschaft. Alter, YouTube empfängt nicht genügend Daten. Das WLAN in Österreich ist Müll. Außer in Wien. Ich wohne nicht in Wien. Jawohl, deutsche Militärjunta hat Deutschland annexed. So, und... Welche Truppen sind jetzt hier denn nicht? Genau, diese eine Division kommt. Die packen wir hier noch dazu, was soll's. Und was haben die denn? Gar nichts. Okay, sehr gut. Ich würde sagen, Gebiet garnisonieren. Ich mag Frankreich trotzdem nicht. Ich weiß nicht, was die Franzosen tun, aber irgendwie, es kann nicht gut sein, okay. Entweder ich Bock, Polen anzugreifen, ne? Boah, hab ich da Bock drauf. Oder Dänemark. Können wir irgendwas machen? Bitte. Obwohl. Wir lassen es mal, aber ich denke nicht, dass wir es machen werden, weil liegt einfach daran, dass wir ja, das ist, ich will keine Grenze zur Sowjetunion, okay? Auf gar keinen Fall. Der deutsche Bürgerkrieg endet. Nazi-Führung gefangen genommen. Ah, lebenslange Haft. Oder ist es doch erhängen? Ich glaube, es wird doch erhängen werden. Ne? Drecksnazis, Alter. Größter Abschaum der Menschheitsgeschichte, ohne Scheiß.
Ich glaube, wir würden jetzt halt echt gegen Polen gewinnen. Und die haben keine. Ja. 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 Triggert so hart, ne? 0,12 Jahre. Ich denke, das ist in Ordnung. So, jetzt können wir, glaube ich, schon einige Sachen mehr bauen. Jo, das könnte man so sagen. Boah, Alter, Militärmacht Deutschland, Alter. ...34 haben wir. Gar nicht mehr so viel Zeit zum Zocken. Ich darf ja nur bis 10 aufbleiben. Was nicht so gut ist. Ja, perfekt. Was macht Ungarn denn? Warte mal. Okay, sie wäre faschistisch. Okay, das ist in Ordnung. Damit habe ich nichts am Hut. Es gibt auch die Achsenmächte nicht, ne? Ne. Ich weiß nicht, wie man die fucking Black Shots organisiert, aber ich würde es halt auch mal gern machen. So, ich gucke kurz nach, ob irgendwer was geschrieben hat, weil auf dem PC sehe ich es ja leider nicht. Okay, bei Deutschland auf den zweiten Landdoktor und bei Deutschland sowieso schon viel mehr ein Stück. Aber Blitzkrieg und Deutschland, das gehört zusammen. Das muss man machen. Okay? Ich bin noch nie damit befasst, was jetzt gut und was jetzt nicht so gut ist. Aber moderner Blitzkrieg. Durchbruch plus 20%. Nee? Wir bleiben bei Blitzkrieg. Blitzkrieg. So. Wir haben genügend Punkte um unsere. Und okay, Manpower könnte ein bisschen besser sein, aber. Wir können doch knapp 6 Panzer und 12 Divisionen machen, würde ich sagen. Ich finde die Vorlagen gar nicht so schlecht. Was ist hier? Ja. Also die Panzervorlage gefällt eigentlich ganz gut. Wenn man bedenkt, dass andere Panzervorlagen 1 Panzer und 5 Infanterie beinhalten. Da, polnische Kultur verärgert. Sind aber noch 200 Tage. Was gibt es denn hier noch Schönes? So, das ist mir ein bisschen zu weit voraus. Das auch. Das auch. Können wir hier irgendwas machen? Ein Jahr voraus. Ja. Ich will nicht auf Marine gehen. Ich weiß nicht, was ich mit Marine anfangen soll. Also ich kann damit nichts anfangen, ganz ehrlich. Ich kann nur Invasion. Das kann ich auch nicht ganz. So, dann gehen wir halt auf das hier irgendwie. Ja, komm. Baugeschwindigkeit, Reparaturgeschwindigkeit. Gummi haben wir eh Probleme mit. Deswegen nehmen wir das mal. Als erstes. Warum sind denn hier nur 4 Männer? Haben wir so viele verloren am Ende vom Krieg? Aber so viel Manpower haben wir eigentlich gar nicht, ne? Also 697.000, es wird immer weniger. Rumänien und Ungarn gleichschalten. Das ist gut, weil, wenn wir die gleichschalten, sind sie ja monarchistisch. Österreich beschützen. Bündnis mit Italien. Okay. Sturzkampf ist erfolgt. Zack, zack, zack. Was macht Österreich? Keine Ahnung. Was macht Frankreich? Okay, keine Ahnung. Defensiver Schwerpunkt. Das ist gut.
Und die machen Black Shirts. Das heißt, sie werden, warte kurz, den britischen Weg zum Faschismus wählen und gleichzeitig als das britische Empire richtig rasieren. Ich feiere diesen Pfad so hart. Ich habe die Königspartei gewählt, weil ich mal nicht faschistisch sein wollte. Hat auch richtig Spaß gemacht. Und dann kann man auch Krieg in die Sowjetunion machen. Den Bauch des Bären zerlegen. Aber warum sollte man das tun? Ich weiß. So. Her damit. Und her damit. Ich bin so geil auf diesen Weg hier runter, ne? Also auf das hier zu erforschen ist das Wichtigste im Spiel. Ist ohne Scheiß. Ich habe das noch nie zuvor erforscht, ohne Witz. Ich habe das Gefühl, in den letzten 5 Tagen bin ich einfach 300% besser geworden im Spiel. Ich bin immer noch nicht gut, aber ich bin besser geworden. So. Ich würde sagen, gehen wir endlich auf den Start sichern. Königliche Diktatur einrichten. Damit habe ich tatsächlich kein Problem. Wo ist er denn gerade? Hier, königliche Diktatur einrichten. König Michaels Korb. Warum sollte man denn den König ein? Pro-sowjetische Regierung. Bitte nicht kommunistisch. Bitte. Bitte. Okay, die werden garantiert. Die nicht. Nicht, danke. Was? Warum habe ich denn 40% benötigt? 40 fucking Prozent. Aber nicht Angriffspakt, können wir doch gleich mal. Können wir doch gleich mal rausschicken an die ganze Olga, du. So, wen haben wir denn noch? Nicht Angriffspakt, nee. Nee. Jawohl, wir stehen vereint. So, danke, dass mir das Spiel nichts sagt, dass ich ein paar ich habe auch gar keine Freien verpicken, okay. Ja. Wir brauchen mehr Panzer, wir brauchen mehr Tactical Bombers. Ah, Mexiko. Wer kennt's nicht? Einfach mal 15 Bürgerkriege in ein paar Minuten. So, 0,6 Jahre, das geht eigentlich, das können wir machen, ne? Oh, Hindenburg Kalestre wieder. Was können wir eigentlich... Achso, ich dachte gerade, was ist das denn los? So, nein, sichern. Kaiserreich oder die freien Wahlen? Was kann man denn rechts machen? Ich bin noch nie rechts gegangen. Ich glaube, man kann hier alles machen, ne? Ja. Aber viel geiler ist natürlich... Ich meine, wer will nicht auch Mussolini ermorden, oder? Kaiserlichen Besitz wieder eingliedern, oder? Warum sollte man die Maginot-Linie im Süden umgehen? Warum? Wer macht sowas? Das ist dumm. Das macht man nicht. Aber ich gehe natürlich auf den. Auf den Papa aller Papas. Auf den Wilhelm den Zweiten. Den großen Soßen Kaiser. Bin nur ich der Meinung, oder haben wir immer weniger Truppen? Das war auch schon so wenig. Das gibt gar nicht, der. So, Kommunismus ist verboten, das ist ganz wichtig. Panzer, schnelle, mobile Infanterie. Reicht.
Die supporten mal die Nationalists. Warte mal, was macht Italien denn? Was? Wir können die schon erobern. Warte mal. Würden wir es schaffen? Das ist die Frage, ne? Ich könnte es machen. Die haben keinen Nichtangriffspakt. Die sind neutral. Die haben nichts in ihrem Skilltree schon gemacht. Ist gut. So, jetzt machen wir die weg. Dann haben wir hier eine schöne neue Division. Eine große, gute. Und da nehmen wir Erwin fucking Rommel, würde ich sagen. So. Wir löschen alle Befehle. Und attackieren offensivst. So. Die letzten paar Male, als ich Polen attackiert habe, habe ich ein bisschen verkackt. Ich würde fast sagen, die vier Truppen, warum auch immer das nur vier sind, sind einzig und allein dazu da, um diese Linie zu verbinden. Diese 15 Panzerdivisionen, die durchaus Durchschlagskraft haben, gehen hier runter. Zack. Diese 11 Tripleins platzieren sich auf der gesamten Nordlinie und verbinden sich hier. Gehen ein bisschen nach links eher. Das mache ich immer, auch wenn es nie so wirklich geil funktioniert. Aber ich mache es halt einfach immer, ne? So. Und dann geht ich hier lang. Und dann machen wir noch kurz. Zack, 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 zack. Irgendein Baba-Typ, der uns noch ein paar Prozente gibt. Aggressiv. Aggressiv, Strike came. So. Und dann sollten wir auch in den nächsten paar Sekündleins ready to fight sein. Und dem scheint so. Komm. Ihr habt eh noch so wenig Mann. Da können wir auch noch ein paar spawnen, würde ich sagen. Und zwar, welche sind das jetzt? Die hier, ne? So, weißt du was? Wir machen hier. Oder was ist denn das für eine? Das sind die 11 Mann. Die brauchen unbedingt noch Verstärkung. Habe ich das Gefühl. Das ist die einzige, die auf Rot steht. Nein, doch nicht. Das ist natürlich. Am 4. Juli, da gehen wir. Bam! So. Sind die denn jetzt an der Grenze? So, Krieg erklären. Was ist das denn für ein Geräusch, Alter? So. Ich bereue es jetzt schon. So. Wir gehen mehr auf Panzer. Obwohl, ich finde Infanterie schon ganz wichtig. Komm, wir gehen komplett auf Verstärkung. Machen hier noch Jägerass in den Formationskampf. Luft der Linke ist sehr wichtig. Komm, wir machen das. Reserve in Verfügung. Wir nehmen ein paar Wir nehmen ein paar Jäger. 6 Stück sollte reichen. So, zack. Alle Richtung Polen. Alle mit diesen 4 Befehlen. Und let's go. Deutschland steht wieder im Krieg. Warum denn nicht? Ich meine, ich bin ja das Vaterland. Der Baba aller Vater. Weißt du, meine? So. Was geht denn in Japan ab? Werden die tatsächlich demokratisch? Lol. Das ist geil an random, ne? Warte mal kurz. Ja, Wiederbelebung des Kaiserreichs, jawohl. Rückkehr des Kaisers machen wir gleich, aber wie lange haben wir denn noch? 10 Minuten, 12 Minuten, okay. Geht sich aus. Bitte sag nicht. Warum? Warum macht Amerika nie den rechten Weg? Das ist schon. Der ist viel spannender, weißt du, ich meine? Du kannst faschistisch werden, du kannst alles machen, Alter. Der amerikanische Skilltree ist aber generell scheiße, kommt mir vor. Was ist das denn? Rechts ist natürlich viel besser wie links. Aber dann musst du einen Bürgerkrieg gewinnen, den kannst du fast gar nicht gewinnen. Den mit den Loyalisten. Ich denke mal, jeder, der weiß, was das ist, weiß, was ich meine. Der weiß, wie hart das ist.
gegen die Loyalisten kämpfen. So, demokratische Razzien, obwohl wir brauchen eigentlich... Eigentlich ist es mir scheißegal, ob wir demokratisch werden oder nicht. Weil Demokratie ist ja was Feines. So, umfangreich, das machen wir mal nicht. Aber ich würde sagen, wir machen mal industriell. Komm, Stabilität brauchen wir nicht. Kriegswirtschaftler, schwere Panzer, also Geschwindigkeit plus 5%, das ist gut. Das brauchen wir nicht. Und let's go. Haben wir gewonnen. Also, ich habe lange nicht mehr so einen guten Polenfeldzug hingelegt, Alter. Lange nicht. Holy shit, Alter. Ich find's aber trotzdem nicht so geil, dass Deutsches Reich hier steht. Weißt du, was ich meine? Ich fänd's viel geiler, wenn man irgendwie Deutsches Imperium oder so heißen würde. Weißt du, was ich meine? Ich fänd's halt echt geil. Kriegsunterstützung minus 5 Jäger. Notprogramm. Was für ein Notprogramm, Alter? Hast du das vorgedrückt? Ich glaube schon, ne? Bin noch ein Trottel, Alter. So. Wenn wir Warschau haben, haben die kapituliert, sag ich. Ne, doch nicht. Aber 90% mindestens. Ja, 94. Sehr gut. Der schätzende Boss. So. Jawohl. Polen. Alle Regionen übernehmen, außer euch paar. Nein. Ah! Ich hasse es. Ja, komm. Ach komm, wir machen. Oder sollen wir nicht Angriffspakt machen? Und dann riskieren, dass sie gegen die Sowjetunion kämpfen. Ja, komm, scheiß drauf. Obwohl, ich. Komm, weißt du was? Ich puppete die. Marionette. Zack. Zack. Polen. Neutral. Marionette. Voila. Hauptstadt ist Grondo. Perfekt. Haben wir das Deutsche Reich wieder. Nee, Deutsches Kaiserreich müsste es heißen. Was ich meine, das Deutsche Reich ist irgendwie so Hitler-Style. Ich mag Hitler-Style nicht. Ich will den guten alten Wilhelm-Style. Weil der hat richtig Swag. Gehen die irgendwie gegen uns schon? Nee. Weil ich habe Angst vor der Sowjetunion. Es ist zwar nicht so schwer, die zu überrennen, aber es dauert ewig. Und weißt du, ich meine, irgendwie ist dann auch der Reiz raus, wenn du die Sowjetunion besiegt hast. Weil dann hast du so viele Gebiete, du kannst fast nicht mehr verlieren. Also, dann kannst du halt mit so viel Militär aufrüsten, dass du ganz, ganz einfach. Wem sind sie denn eingeknickt? Goldstandard aufgeben. Schutz gegen Deutschland. Schutz gegen Deutschland. So, warte mal. Wo ist denn das mit Deutschland einknicken und so? Die Deutschen hier. Ja, die haben wir gar nicht noch. Haben die noch gar nicht gemacht. Sehr gut. So. Rumänien gleichschalten können wir machen. Aber. Fast sagen. Nee, komm. Ich will den fucking Wilhelm noch sehen in dieser Folge, okay? Sonst ist das Thumbnail Clickbait. So ist es nämlich. So. Zack, zack. Ich würde sagen, wir trainieren mal Mengen. Betten. Okay, Umbaugeschwindigkeit, das brauchen wir nicht unbedingt. Das ist besser, Baugeschwindigkeit, aber... Ja, das ist noch zu weit weggekommen. Machen wir das mal. So, Tschechoslowakei wird von Rumänien garantiert. Nee. Einen Scheiß machen die. Türkei und Griechenland.
Weil die 275. Was ist das denn? Warum haben wir denn... Was? Ich weiß noch nicht, was das für eine Substanz ist. Aluminium. Seit wann sieht denn Aluminium so aus, Alter? Wenn ich an Aluminium denke, denke ich an 1000 Bär. Nicht an irgendwelche Blätter, Alter. Pakt von Rom. Was ist das denn jetzt? Warte mal. So, irgendwer hat einen Chat geschrieben. Mit Deutschland, vom Arno. Ja, sehr schön. So. Sie glauben, gemeinsam seien sie stärker. Pakt von Rom gegründet. Das ist ein Grund zur Sorge. Warum? Achso, ich dachte, das ist das Bündnis von Italien. Faschistisch. Neutral. Neutral. Schade. Oh. Das ist machen? Es ist Pakt von Rom, ist halt, warum Rom? Es ist Deutschland ist ja gar Rom, Italien ist ja gar nicht dabei. Wisst ihr was? Komm, scheiß drauf. Jawohl, komm. Der Kaiser kehrt nach Deutschland zurück. So muss es nämlich sein. Er wird die Nation gewiss gut anführen. So ist es nämlich. Und jetzt. Da. Ist es nicht geil? Fucking Wilhelm der Zweite. Ohne Scheiß jetzt. Er ist so von allen Kaisern so fast mein Lieblingskaiser. Kommunismus verbannen. Oder das hier. Ich glaube, das hier macht mehr Spaß, weil. Jetzt bauen wir die Flotten, ne? Ja. Weil, so können wir Österreich-Ungarn machen. Yeah! Drei gleichzeitige Zuschauer, was ist jetzt los? Eskalation. Eskalation. Ja, nee, wird mir nur auf dem PC so angezeigt. Geil. So. Nicht zugewiesen, Division. Das gefällt mir nicht. So, schön trainieren. Wie sieht's denn aus? Ja, wie sieht's? Achso, hier steht das, ja stimmt. Stufe 3, Stufe 3, Stufe 2, Stufe 4 nahezu. Krass. Krass. Jetzt können wir mal falsche Mega langsam machen. Und in einem Jahr können wir dann auch. Ja, freie Zivil- Militärfabriken, sehr gut. Zack. Und zack. Hier haben wir genügend erstmal. Scheiß haben wir. Hier haben wir nicht genügend. So. Unnötige Forschungsteams. Ressourcenproduktion, sehr wichtig und brauchen wir nicht wirklich, ne? Ich baue eigentlich nie irgendwas um. Mein Gott, wir können wieder nichts machen. Es sei denn, wir gehen 0,9 Jahre voraus, ne? Ja doch, das können wir machen. Was fehlt uns denn? Alu-fucking-Minium, Alter. Was ist das denn? Marinebewegung. Jawohl. Und zack, da haben wir es schon. Britisches Empire. Geführt von Oswald Mosley. Kriegsunterstützung minus 30%. Das sind ja schon mal gute Voraussetzungen, würde ich sagen. Aber Wirtschaftsgesetze kosten auch minus 33%. Ja, okay. Wie ist denn die Meinung zu Deutschland? Okay, nicht allzu gut. Aber trotzdem, na, es ist ja. Es ist ja, wie es ist. So, gegen eine Mannesstärke, ich stimme zu.
Was machen wir denn dagegen? Da können wir nicht viel gegen machen, ne? Ein bisschen Demokratie verschlechtern. Weil es halt schon doch sehr viel ist. Alle erklären es unabhängig. Fucking Afrika, Alter. Warum nicht? Komm. So, triss auch ihm bei, komm. Ja gut, ich würde sagen, wir hören mal im Training auf und kanonisieren ein bisschen. Gebiete kanonisieren, zack. Hallo. Zack. Achso, hier, so. Linksklick. Jugoslawien fordert Bulgarien? Okay, sie gehen eher tatsächlich den rechten Weg, also den linken Weg, aber der faschistisch ist. Dann kommen 0,6 Jahre. Was soll denn der Geiz? Konzentration auf den wahren Feind. Ich bin ja mal gespannt, was der wahre Feind ist. Ist es jetzt... Ich bin nicht ganz mit der Entscheidung zufrieden, aber ich will fucking Österreich-Ungarn sehen. Dann machen wir das. Dauert halt ein bisschen länger, ist ja auch egal. Pakt von Rom. Ich würde sagen, wir haben einen Nicht-Angriffspakt mit Königreich-Ungarn. Und nun können wir bestimmt auch einen Nicht-Angriffspakt machen. Natürlich nicht. Aber Bündnis beitreten können wir. Wahrscheinlich. Mein Gott, wir haben doch eh so viel Stahl, Alter. Wo ist denn das Stahldingsens beim Erforschen? Warte mal, was ist hier los? Was ist denn hier los? Militärparade in Polen. So, und jetzt sind wir 100 fucking Prozent Monarchie. Ne, Bullshit sind wir nicht. 0,05% sind immer noch. Ja, jetzt sind wir 100% neutral. Das heißt, wir können jetzt quasi alles machen, was gut ist. So. Hier haben wir überall genug. Wir haben Manpower, die sich wieder erhöht. Ja, tatsächlich geil. Wir haben Divisionen. Genau, wir könnten die mal ein bisschen bearbeiten, ne? Weil können wir jetzt nicht eigentlich auf die Panzer gehen? Mit 0,6 Jahre Vorsprung? Ja. Das lohnt sich. Ich würde fast behaupten, wir... Mal als nächstes Belgien fertig, damit wir dann Frankreich erobern können. Weil Frankreich ist ja sowieso... Können wir denn irgendwen in ein Bündnis einladen? Ja! Wir können ein eigenes Bündnis erstellen. Mit unserer fucking eigenen Kolonie. Und wir nennen uns... Wie nennen wir uns? Das ist das Letzte, was wir heute machen. Wir nennen uns, Wie nennen wir denn uns? Wie nennen wir uns denn? Warte mal. Warte mal. Wie nennen wir uns? Scheiße. Oder sollen wir? Ja komm, wir machen noch kein eigenes Bündnis, würde ich sagen. Aber wir spielen noch ein bisschen weiter. 5 Minuten, 6 Minuten vielleicht. So, gibt es hier noch unabhängige Truppen? Tatsächlich 33 Stück, das ist gut. Und zwar hauptsächlich Infanterie. Aber auch 3 Panzer oder so.
Und bin ich jetzt dumm oder so? Warte mal. Bin ich so dumm zum Scheißen gerade? Also sind 23 Stück tatsächlich. Es ist nur Infanterie, ne? Ne, drei Panzer sind auch dabei. Aber wir nehmen hier natürlich trotzdem einen Infanterie-General. Und zwar ihn hier. Und wir nehmen ihn hier noch als solides Dingsens. Pakistan hat British Raj den Krieg erklärt. Unser Platz an der Sonne. Was bedeutet das für uns? Ein britisches Empire zu gewinnen. Meinst du, deutsches Reich minus 50, minus 50. Hätte die Spannung. Und die Rückgabe von Quenka. Rückgabe von Quenka. So, irgendwas, was wir noch verbessern können. Ja, komm. Was soll's. Und euch zwei machen wir. Oh, ne. Zack. Machen wir auch wieder einen Kommandanten zu britisch-italienische. Was? Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Könnt ihr irgendwie uns angreifen? Warte mal. Wie haben sie das gemacht? Warte mal. Das italienische Bündnis sichern. Porta gegen Spanisch unterstützt. Gegen Japan? Bündnis mit den Deutschen gibt's hier? Aber Krieg mit den Deutschen? Sehe ich doch. Sehe ich das noch irgendwo? Die KI erklärt uns nicht einfach den Krieg, weißt du, ich meine? Die müssen das irgendwo im Skilltree haben. Ne, die können uns nicht den Krieg erklären. Und Italien? Pakt mit den Deutschen. Italien zuerst, können sie sich mit Japan an Krieg gegen Großbritannien. Das werden sie wahrscheinlich nicht machen. Nee. Also spanischer Skilltree ist auch wieder kompletter Müll, aber ja. Wird ja hoffentlich besser in den nächsten paar DLCs. Wir haben einen Manpower von 0. Das bedeutet so viel wie, wir können keine Truppen mehr deployen. Das ist nicht gut. Wie kriegen wir den Manpower? Ja, eh durch das Skill, ne? Hier durch. Glaube ich, keine Ahnung. Ist auch egal. So. Artillerie könnte noch besser sein. Oder mehr sein. Quingja? Wo ist Quingja? Wo ist Quingja? Guangxi, klick. Also ohne Scheiß, dieser scheiß asiatische Name. Also Mongolei fühle ich ja noch. Tanutuwa geht ja noch. Kaiserliche Quantum-Territorien. Kaiserliche Quantum-Territorien ist ja auch noch in Ordnung. Die Republik Korea. Die was? Was? Okay. Die Republik Korea fühle ich ja auch noch. Aber Gwangsaeklik Yunnan Hebei Sanma Xinjiang. Das ist... Ja. Dann wird es hier wieder besser. Pakistan, Afghanistan, Iran. Komm, das kann man wieder aussprechen. Aber... Echt? Warte mal. Haben wir jetzt Kontrolle auf irgendein Gebiet? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Wir gehen nur den Skilltree runter. Zack. Die Mittelmächte. Da habe ich Bock drauf, Alter. Hispanisches Bündnis. Die vierte Internationale. Wer auch immer diese ganzen Internationalen macht, der Typ ist komplett hobbylos. So, wir kaufen von verschiedenen Händlern. Wir testen, wo die Ware am besten ist. Ah, wir haben 45%. Ah ja, stimmt, jetzt können wir unsere Bündnisse stellen, haben wir ja vorher schon geguckt.
Das ist immer noch. Warte mal, was war das? Das war Artillerie. Kommt mal hier noch weiter runter. Gut, ich wollte jetzt nicht direkt damit Bulgarien einladen. Weil das ist jetzt nicht so mittel, aber. Vielleicht Tschechoslowakei würde passen, ne? Warte mal. Ja, das gefällt mir. So. Wann können wir denn Belgien angreifen? Das dürfte auch nicht mehr so lange dauern. Ja, 100 Tage, ne? Geht damit schwer. So, bin wieder da. Ich hätte. Ich hoffe, wir kriegen jetzt keine Probleme mit Jugoslawien. Die wollen. Was wollen die? Da. Wenn die Bulgarien fordern, dann haben wir vielleicht Krieg mit denen. Und die. Nee, okay, die werden nicht garantiert. Das sollte kein Problem sein. Ja, genau hier. Landoption, wo ist das? Hier. Blitzkrieg. Zack. Okay, die Manpower ist immer 0 und dann wieder ein bisschen und dann wieder 0. Das Ende des Spanischen Bürgerkriegs. Wer hat denn gewonnen? Ich glaube, es waren diesmal tatsächlich Kommunisten. Ja, das ist nicht gut, aber. Ja, komm. Krass, die haben Kriegsziele gegen Großbritannien. Das könnte mich und Großbritannien ein bisschen zusammenschweißen. Weil ich will die ja auch einnehmen. Wie lange dauert das denn noch? Können wir das heute noch machen? Nee. Können wir nicht. Ich gehe jetzt gleich offline. Ich mach so süchtige Scheißspiele, Alter. Genau, Technik können wir noch ein bisschen was machen. Zack. Und. Zack. Und. Zack. So. Jetzt würde ich sagen, reicht's für heute. Berlinischen Cup vorbereiten. Boah, krass. Es geht noch weiter, warte mal. Italienischen Cup vorbereiten. So. Wenn die jetzt neutral, also sind schon neutral. Was mache ich denn hier? Sagen Sie mal. Warum kommen die nicht rein? Ist bereits Mitglied einer fucking Fraktion, Alter. Können wir das bei Ihnen nicht machen? Nicht Angriffspakt. Wir machen Beziehung verbessern. Und wo kann man denn Garantien machen?
Wie geht das? Garantie aussprechen. Warum muss ich dann Mitglied des Bündnisses sein? Das ist unfair. Naja, wie immer. Ich würde sagen, danke fürs Zusehen des heutigen Streams. Wir sehen uns morgen wieder wahrscheinlich, weil ich habe Bock auf Hearts of Iron und ich habe Bock, das Deutsche Kaiserreich hier ganz an die Spitze zu führen. Würde ich sagen, haut rein und ciao.